Tja, ich bin Franz Bauen, Weiße Väter, katholischer Priester hier in Jerusalem seit 45 Jahren in St. Anna-Kirche in der Altstadt. Darf ich Sie fragen, Sie haben jetzt sicher seit den Anfängen die Gebetswoche für die Einheit der Christen hier miterlebt. Wann hat es denn begonnen? Und das ist sehr schwierig zu sagen, aber formell ist es so etwas begonnen in den frühen 70 Jahren. Das war schon nicht offiziell und einige Personen hatten schon in den 60er Jahren angefangen. Aber so wie es heute ist, hat es langsam in den Jahren 70 so diese Form angenommen. Und am Anfang war nicht die Kirche offiziell repräsentiert, aber Mitglieder der Kirche. Und nur in den 80er Jahren haben wir in die kirchliche Gemeinde und in die offizielle Kirche diese Zelebrationen gehalten. Und dann nachdem sind sie immer so herzlicher geworden, brüderlicher und spontan. Und jetzt kann man spüren, dass wir alle eine Familie sind. Und das ist die Schönheit hier in Jerusalem. Und wenn man meint, dass häufig sagen die Leute, dass Jerusalem ein Vorbild der Trennung der Kirche ist und Skandal, aber das ist nicht. Und wenn es Trennungen gibt in Jerusalem, müssen wir immer sagen, dass die Trennungen hier nicht ihren Ursprung haben. Die Kirche in Jerusalem trägt die Gefolge der Spannungen, die in der Welt bestehen. So meine ich, dass etwas hier jetzt angefangen hat, dass ein kleiner Satz, so dass in der Welt schon besteht, und für mich ist es ein Zeichen der Hoffnung. Was würden Sie jetzt einer Gemeinde in Europa empfehlen? Dass sie besser wissen, dass wir noch leben in Jerusalem, dass es noch eine christliche Gemeinschaft gibt in Jerusalem und eine lebendige Gemeinschaft. Die Umstände sind nicht einfach, aber wir leben noch, und besonders die Gläubigen sind alle zusammen und tragen zusammen die Schwierigkeiten, aber auch die Hoffnung der Kirche in Jerusalem. Und ich meine, dass der Haupt der Kirche hier in Jerusalem häufiger und mehr mit den Leuten zusammen sein soll und sehen, wie sie schon zusammen die Einheit beleben. Ich habe gehört, dass Bargil Pixner, den ich gut gekannt habe, dass Bargil Pixner sehr stark sich engagiert hat für diese Woche. Stimmt das? Ja, der hat sehr viel dafür getan, und der hatte so wie eine, ich konnte mir das sagen, eine kindliche Unschuld und hat viele Sachen, dass wir nicht machten dürften oder was sie wollen, hatten Angst zu machen. Er hat es gemacht. Er hat keine Angst, die Leute anzusprechen und so. Und wirklich, er war so etwa der erste Koordinator. Und ich bin sein Nachfolger im Programm, aufsetzen der Programm und so für diese Woche, ja. Ja, die Verrücktheiten, und sie sind einfach ein Kind, so etwas, die Naivität, aber in seiner Naivität hat er Sachen gemacht, dass eine andere wahrscheinlich nicht machen konnte oder noch nicht, meinte, dass es noch zu früh war dafür. Eine letzte Frage. Ich bin zwar Protestant, reformiert, aber trotzdem sage ich, wir haben einen neuen Papst. Was denken Sie, wie wird sich Franziskus im Blick auf die Ökumene noch auswirken können? Einen neuen Geist. Und heute hat der Abt über diese doktrinalen Unterschiede gesprochen und gepredigt. Unser Franziskus jetzt sieht mehr, wie wir alle schon zusammenleben und dass wir im Tiefsten schon eins sind. Und der sagt uns, dass wir viel voneinander lernen können. Er gibt auch eine sehr große Wichtigkeit, findet es auch wichtig, dass wir jetzt das Martyrtum oder die Ökumene des Martyrtums haben. Des Zeugnisses. Das Zeugnis des Martyrtums.
und dass wir zusammen schon im Glauben leben. Aber wirklich, ich meine, dass wir uns zeigen konnten, dass wir leben zusammen, wir haben so viel gemeinsam, dass unsere Unterschiede in einer neuen Perspektive gesehen werden müssen. Und das werden wir möglich sein, meine ich, wenn wir wirklich zusammen leben und tun, was wir zusammen können leben und tun. Und dann werden diese dogmatischen Unterschiede in einem neuen Licht gesehen werden, in einer neuen Perspektive. Und das finde ich sehr wichtig.